Hallo Welt, da sind wir wieder und in dieser Folge werden wir versuchen, uns hier so eine Alien-Larve zu schnappen. Das hört sich vielleicht ganz leicht an, aber wir haben schon festgestellt, dass die Viecher, die hier die Larven gelegt haben, das finden die nicht so lustig. Wenn wir versuchen, deren Brut zu nehmen. Was ist das? Wow. Haben wir doch jetzt, oder? Ah, Larvenkern. Eine pulsierende, geleeartige Kugel, die sich warm anfühlt. Der strenge Geruch erfüllt sterbliche Wesen mit einer Urangst, die tief in ihnen verwurzelt ist. Sie sorgt dafür, dass man sie fallen lassen und fliehen möchte. Wow, was für ein Preis. 61.750 Units, da sollten wir uns die anderen auch noch holen. Aber das war jetzt anstrengend genug, finde ich. Ja, wissen wir, immer nach Süden, also am Südpol, hier steht das, genau am Südpol. Werden wir schon wieder finden. Wo ist das? Wir finden das ja jetzt nicht mal mehr. Ja, wir sind zu hoch. Das ist es. Ist das das? Das ist es nicht, wollte ich jetzt erst sagen. Aber dann ist es das vielleicht doch irgendwie. Ja, das ist es. Die rennen alle noch hier rum. Nee. Das ist es nicht wert. Schnell auftanken. Und weiter. Oh. Moment, wir sind immer Richtung Süden geflogen und dann waren wir am Südpol. Dann fliegen wir jetzt immer nach Norden und sind irgendwann am Nordpol, oder? Da waren wir aber schnell am Südpol, finde ich. Ja, aber wir sollten so ein bisschen immer gucken, wo wir was finden hier. Also noch ein paar Händler wären ganz gut. Da haben wir jetzt wieder einen Teil, das wir nicht loswerden wollen. Die Larve. Vielleicht können wir sie irgendwann mal schlüpfen lassen. Ja, dann züchten wir selber solche Monster. Zähmen sie. Und wir sind der König der Welt, obwohl wir sind ja eigentlich hier schon der König. Wir sind der einzige Mensch auf dieser Welt. Zählt das eigentlich? Bis jetzt macht's ja Spaß, aber so langsam mache ich mir schon Gedanken. Okay, das mit dem Bremsen klappt. Ja, ich wusste vorher nicht so genau, ob wir bremsen können oder nicht. Ich dachte, das fliegt wie ein Flugzeug und wenn es zu langsam fliegt, dann stürzen wir ab. Machen wir aber nicht. Wie man sieht. Ein bisschen niedriger können wir ruhig.
jetzt kommt das Meer. Oh, prima. Wir sind ja kein Schiff, aber ich find's gut, wenn wir so übers Meer düsen. Richtung Norden ist nur Wasser. Irgendwie seltsam. Das ganze Wasser scheint hier auf der anderen Seite des Planeten zu sein. Schleifen auf dem Wasser. Hört sich so an. Okay, dann haben wir doch hier einen riesen Ozean gefunden. Ich dachte schon, das sieht nur von oben so aus, aus dem Weltall. Wie lange sollen wir denn jetzt nach Norden fliegen? Oh, wenn das so lange dauert, dann verlassen wir den Planeten einfach und fliegen außenrum. Wir sind doch überall Inseln. Stellt sich nur die Frage, was wir darauf finden. Ich glaube, dass gerade mit dem Ei, das hat sich fast schon gelohnt, oder? Wow, die Insel ist aber ganz zerstört hier. Also die Hälfte ist weggebrannt. Interessant wird es wahrscheinlich erstmal, wenn wir auch länger unter Wasser bleiben können. Ja, wir müssten so eine Art Taucheranzug oder so etwas finden. Sollten wir in ein paar Millionen Jahren wiederkommen, wenn das Wasser hier weg ist. Und dann gucken wir, was da unten los ist.
am Meer. Friedliches Meer. Aha, so langsam scheint das Land wieder zu kommen jetzt. Ah, da vorne ist Land, okay. Das war nur die Spitze des Baums. Ein bisschen gestreift nur. Seltsam, ich hätte hier so am Strand, so in Meeresnähe, hätte ich eigentlich schon mit Siedlungen oder so etwas gerechnet. Aber das sind ja Corvex, oder? Die Corvex, die brauchen doch nichts. Keine Fische, keinen schönen romantischen Sonnenuntergang und keine Hütten. Ah, die sitzen doch einfach auf ihrem Stuhl, aber sie haben doch Betten. Aha, was haben wir denn hier? Etwas entdeckt. Hey, goldene Bälle. Oh oh, der Ball rollt weg. Ach, da kommen wir nicht mehr hin. Oh doch, der bleibt da liegen. Könnten wir schaffen. Aber dann gucken wir lieber erstmal, ob wir hier irgendwo speichern können. Was ist denn das? Träume von One Move. Sieht so aus, ein Gebäude. Speichern wäre schön noch. Ja, wir gucken einmal, was da oben ist. Ja, wahrscheinlich ist da einfach nur so eine Kugel hier aus der Mauer gesprungen und darunter gekullert. Gebäude durchsuchen, ja, wir sind dabei. Deswegen sind wir hier. Da war nichts im Gebäude. Ja, das wird so eine Kugel von hier irgendwie gewesen sein, die da runtergekullert ist, meine ich. Oh, da können wir aber Wörter lernen.
Wie haben die das denn hinbekommen? Die Fahne schwebt einfach so in der Luft, aber sie scheint sich zu bewegen. Ja, oder die Sterne bewegen sich. Ah, wir haben das Wort für Gehirn gelernt, endlich. Oh oh, ein Wort nur? Ich dachte, da stand auf dieser Seite auch noch eins. Aber nein. Wow, die sind richtig durchgebogen hier, die Treppen. Also da ist wohl jemand öfter raufgegangen. Und das Wort für Gewebe haben wir auch gleich gelernt. Ah, vielleicht kommt man hier durch, einen Geheimgang oder so etwas. Cool. Das Wort für Forschung haben wir gelernt. Haben wir das nicht vorher schon mal gelernt irgendwann? Sieht alles kaputt aus. Träume von One Move. Da können wir machen nichts. Wir müssen gucken, was da so ein komisches Geräusch macht. Die uralte Markierung summt in einer Frequenz, die sich tief in mein Innerstes gräbt und mich mit den Stimmen der Korvax-Echos füllt. Wissen pflastert den Weg zum Verständnis der Wahrscheinlichkeit. Der Atlas sprach in Fragmenten. Die Atlas-Schnittstellen sind ihre Schatten. Die Monolithen sind ihre verstreuten Kinder. Zusammen vermitteln sie die Weisheit des Unendlichen. Sie müssen verstanden werden. Ja, ganz genau. Suche Wissen der Vergangenheit, um Hilfe bei der Sprache bitten wir mal. Mein Wissen über die K.O., oh mein Gott. Wir haben einfach nur das Wort für Versagen gelernt. Und das Ansehen bei den Korvax hat sich verbessert schon wieder. Wie weit kann sich das denn verbessern? Wohl. Oh, neuer Korvax-Rang. Forschungsschwerpunkt. Korvax-Rang 4 von 9. Ah, da stand's, von 9. Ja, hätten wir doch mal in der Vergangenheit graben sollen. Wir wollen ja wissen, was mit uns passiert ist, wie wir hierher gekommen sind und so weiter. Boah, dann war das mit der Kugel wirklich nur so ein Ding, dass die hier runtergefallen ist. Die sah aber größer aus als die Kugeln, die hier sind. Und hier können wir leider nichts machen. Ja, das war doch friedlich, oder? So, liebe Welt da draußen, mit diesem Bild bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.